Wir denken, dass man sollten eine offizielle Formel haben, eine offizielle Edesformel an den drei administrativen Sprachen vom Land. Und wir wären froh, dass alle Deputierten da kann rausischen, an welcher Spruch in sein Ed legt. Weil das ist ja nicht so, dass man administrative Sachen so in der Tour, dass die präferentielle Spruch mit einem Nationalspruch Lützeburgisch und dann haben wir die drei Administrativsprachen. Und den zweiten Aspekt, das ist etwas, was man im Ausland ganz viel gesehen, noch in Deutschland und so weiter, dass diese Formel kann begleitet gehen von einer religiösen Referenz. Zum Beispiel, also wir haben die Deutsch, so wär mir Gott helfen, auf Frankreich Dieu me soit nicht, in England so help me Gott. Das heißt, da haben wir alle die Möglichkeit, wenn ich freiwillig will verstehen, will eine religiöse Referenz bei seinem Eid machen, dass die respektiven Deputierten oder andere Beamten die Möglichkeit hat. Und wir wollten also sowohl die Möglichkeit vorgesehen, dass ich kann den Eid an ein paar Sprachen auflegen, wie auch eine freiwillig, natürlich freiwillig Möglichkeit gesehen, für auch eine religiöse Referenz an die Formel mit abzuholen. In dem Sinne, Herr Präsident, würde ich Ihnen zur Resolution überreichen. Beim zweiten, die zweite Resolution, schon ich meiner Partei für dagegen zu stimmen, weil wir haben an dem Gesetzestext den Eid klar formuliert. Wir haben klar gesagt, den Eid geht auf die Verfassung gelöscht. An der Verfassung stehen alle Komponenten, die das Land auszeichnen, all die Institutionen, die hier schaffen, all die Werte, die wir im Haus Lützeburg schon, das ist den Eid. Und auch hier, wir können nicht einen Eid à la carte machen. Deputiert können das machen, die Beamten oder die Beamten können das machen. Dafür das Resolution wird von der CSV aufgelehnt gehen. Es gibt eine Trennung, wo Kirche steht, es gibt aber keine Trennung zwischen den Deputierten und seinen Glauben. Und das ist ja eine individuelle Freiwilligkeit, die hier festgelegt ist, und wenn ihn dann eine Formel auch noch so festlegt, wie sie im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, festgelegt ist, dann ist eben das den Text für den, der will eine religiöse Referenz mitmachen oder dabei machen und nicht irgendetwas ähnlich. Sodass das Risiko, weil in Deutschland und anderen Ländern haben sie genau dieselben Vorstellungen, auch da gibt es eine Trennung an andere Formen, mit das Jonieren, so dass man nach theokratischen Regimen in Europa hätten. Und aber, mengen es sie viel höchst zivilisiert Staaten in Europa, aber auf den Weg gehen, wie die religiöse Fakten nicht wollen auszublenden. Das ist natürlich etwas, wo man nicht sollte vergessen, dass die Zivilisation zu einem großen Teil auf jüdisch-christliche Werte beruht. Und eine Trennung von Kirche und Staat, das muss ich aber auch können in einem Sinn interpretieren, dass man nicht hingehen an einen Radikalismus raffallen, und für allem alle Deputierten und selbstverständlich alle Beamten und anderen, aber immer die Möglichkeit losen, wann einen Gottesbezug will, wie das auch können anzufügen, als ich Edesformel natürlich auch auf ein reglementiert Manier.